Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. So, Boss 3 ist der Feinschnitter 5000. Das ist hier halt so eine Erntemaschine, ihr kennt sie. Eventuell aus Westfall, ist da relativ weit verbreitet gewesen eigentlich. So, dass man es kennen könnte, ist hier der Große da. Wenn man alle kleinen Trash-Mobs, die hier im Raum sind, getötet hat, dann aktiviert er sich, der Große. Wichtig ist, dass man diese kleinen Maschinen übernehmen kann. Ihr seht, dass hier einer von unseren Spielern ist in so eine kleine Maschine gegangen und wir machen den Großen hier auf dieser Rampe. Das hat damit zu tun, dass da unten so Feuerelementare spawnen und diese Feuerelementare übernimmt entsprechende Kollege, der in diesem Erntevernichter da, den wir hier übernehmen konnten. Ihr seht da unten gerade so ein Feuerelementar kommen, den übernimmt der und die tötet der, sodass sich die andere Gruppe nicht darum auch noch kümmern muss. Der Boss selber hat zwei markante Fähigkeiten. Zum einen ist das das Ernten. Da wird der einen Spieler wie mich jetzt hier gerade anvisieren und zu der Location kommen, also zu der Position kommen und mich versuchen zu ernten. Ich habe jetzt gedacht, das hätte mit der Position zu tun und habe versucht, nach vorne wegzulaufen. Das darf man nicht, sondern muss einfach nach hinten weglaufen. Also wenn man geerntet wird, dann einfach weggehen und versuchen, dem Ganzen halt auszuweichen. Ja, also das war eben von mir da falsch. Aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Ja, der Turbogang ist vergleichbar mit dem Knochensturm von Lord Marker aus Icecrown. Und zwar dreht er sich dann ganz wild und ja, man darf sich einfach nicht davon erwischen lassen. Das sind so die beiden Basisfähigkeiten, die der gute Kollege hat bei 30%. Man kennt das schon, vielleicht kriegt er eben die Sicherheitsbeschränkung deaktiviert, also so ein kleiner Enrage-Effekt. Und wenn er diese Sicherheitsbeschränkung deaktiviert, dann ist natürlich der Schaden größer, in dem Fall um 100% erhöht. Und das passiert eben bei 30%. Ja, jetzt sieht man hier, wir töten den ganz gut. Der Kollege unten kümmert sich, wie gesagt, um die Ads. Und wir hier oben um den Feindschnitter. Und von daher, das war eigentlich dann jetzt kein großes Problem. Manchmal bleibt er halt auch drauf stehen auf der Position. Das ging schon recht gut. Ja, von dem da unten kann ich euch jetzt leider kein Video zeigen, weil ich eben nicht drin war, sondern nur meinen Kollege. Und ja, man kann sie jetzt ja nicht mehr machen, da die Beta zu Ende ist. Aber wir schauen uns den Kampf einfach vielleicht nochmal an. Dann können wir nochmal eben auf die einzelnen Punkte eingehen und schauen, was ich zum Beispiel da jetzt auch an einigen Stellen falsch gemacht habe. Denn ja, das war doch durchaus einiges. Also hier kommt, wie gesagt, der Feinschnitter, der kommt da hinten raus. Der Kollege übernimmt hier, ihr seht das, jetzt bewegt sich da so ein Teil. Und damit kümmert er sich hier unten um die Feuerelementare. Hier haben wir jetzt einmal den Knochensturm-ähnlichen Effekt. Das hatten wir jetzt hier gerade schon, der sogenannte Turbogang. Und da muss man ihm halt einfach ausweichen. Da rechts neben seht ihr eben die Feuerelementare. Und jetzt sehen wir gleich nochmal das Ernten. Das macht er jetzt auf mich. Dann kommt er auf mich zugestürmt und ich hätte einfach nach hinten weg gehen müssen. Das wäre da das Richtige gewesen. Aber mir war das da noch nicht ganz klar, wie man damit umgeht. Daher habe ich jetzt hier, ne, ihr seht das da, kommt auf die Location. Ne, ihr habt das gesehen, unten genau auf die Location, also auf die Position, auf der ich stand, kommt eben dieses Zeichen. Und dann muss ich einfach nur da weglaufen. Dann ist das gar kein Problem. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Turbogang und eben das Ernten, das sind die wichtigen Dinge, auf die ihr achten müsst, wenn ihr nicht hier oben seid. Wenn ihr unten seid, eben euch einfach um diese Elementare kümmern, dann ist schon die Hälfte gewonnen. Ja, ne, dem Turbogang, wie gesagt, ausweichen, man sieht es hier jetzt wieder, einfach das Wichtigste. Und wie gesagt, ne, das schafft man dann eigentlich ganz gut. Der Tank muss man natürlich dann auch aufpassen mit relativ Low Gear zu beginnen. Kann ich hier nur wieder mal darauf hinweisen, wir hatten hier T11-Equip. Das ist ein Unterschied zu dem Equip, wie ihr da reingehen werdet. Der ist dann wesentlich schwieriger und da wird auch das problematischer sein, wenn ihr eben da hier an diese Stelle kommt, wo er die Sicherheitsbeschränkung deaktiviert. Das sehen wir hinter mir wieder, eine Position, wo er erntet. Da hätte ich dem ausweichen müssen, weil vor ihm stehen solltet ihr auch nicht. Er macht
macht einen Front Cleave sozusagen, man hat es ja gerade gesehen. Und da darf man dann nicht stehen, da auch bitte drauf aufpassen. Eines der wichtigen Sachen. Ja, alle Informationen zum Loot und zu den Fähigkeiten nochmal gesammelt auf meiner Webseite www.venian.eu. Der Link ist in der Beschreibung und ja, ihr kennt das ja mittlerweile wahrscheinlich. Ansonsten abonnieren, kommentieren und so weiter. Bis zum nächsten Mal, euer Venian.